Yo Leute, willkommen zurück zu der neuen sägewerktastischen Folge von Vigor hier in der Saison Chronicles Deliverance. So, jetzt sind wir hier gerade auch schon wieder schön gespawnt und jetzt tun wir auch erstmal so zu Beginn unsere Panzerung wieder anziehen und ja, den guten alten Sender platzieren. So, komm, einmal hin mit dir hier. Jetzt aktivieren wir auch erstmal das Teil hier. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz die Positionen an für den anderen. Ja, einer hat sehr viel Glück, der ist beim Sägewerk direkt. Da wäre ich gerne auch gerade. Und sonst so, ja, also hierhin könnten wir eigentlich ganz gut machen. Das verbarrikadierte Haus, da ist jetzt noch niemand. Wenn wir uns beeilen, schaffen wir es vielleicht, das ganz fix zu looten. Ohne dass schon dann einer dort ist. Wir rennen jetzt einfach mal durchgehend dort runter. Ja, okay, durch geht hier runter rein, geht wo vielleicht doch nicht so einfach, oder? Ah, Hilfe. Muss ein bisschen vorsichtig sein hier mit dem Abgrund. Ich will nämlich jetzt nicht unbedingt Fallschaden riskieren. Ja, Alarmanlagen wollte ich jetzt eigentlich auch nicht riskieren. Aber gut. So, da vorne müsste ja das verbarrikadierte Häuslein schon sein. Ja, muss gerade unbedingt hier alles angehen. Okay, ans Telefon wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt gehen. Immerhin ist er mit dem Telefon weiter weg. Immerhin das. Und hier ist was los in unserer Nähe. Komm schon, wir müssen fix hier rein. Das Ding aktivieren. Am besten eigentlich hier draußen noch jetzt irgendwo ein paar Minen legen. Das wäre vielleicht das Beste. Ich aktiviere mal das. Da oben wäre einer, okay. Ich lege mal hier eine. Einfach mal hier so ein bisschen drum um das Gelände ein paar Dinger legen. Komm, und hier. Und jetzt hier rein. So, dann haben wir in dem vorderen Bereich hier wenigstens ein bisschen was gelegt zu unserem Schutz. Auch wenn es vielleicht nicht viel bringt. Da warten wir jetzt, bis das Ganze hier gleich offen ist. Und danach machen wir zum Sägewerk hier hinten so rum, denke ich. Komm, geh ran. Das nehmen wir mit. Erst alles mal einpacken. Aussortieren können wir das so richtig dann. Also die Attrappe und so weiter würde ich auf jeden Fall dann noch wegpacken. Jetzt muss ich das mal gucken, wie ich hier renne. Ich denke, ich gehe hier hinten über den Zaun. Ich höre da was. Oh. Okay, hier lang. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, die blöde Strahlung hier. Los, wir müssen hinter das Auto dort. Und dort erstmal in Deckung gehen. Oder ist das dort hinten eher anderer? Auch noch ein MG, Heini. Das hat mir ja noch gefehlt. Granate hat er auch noch mehr dabei. Also da tut es ausgerüstet für den Krieg, muss ich einfach mal so sagen. Was lass uns den Adrenalinschub reinhauen oder Shot oder wie das Ding auch heißt. Dann rennen wir nämlich auch so ein bisschen schneller.
Dann überarbeiten wir jetzt ein bisschen unsere Pläne. Einmal schön hier hinten zum Rand der Karte ran. Und hier bei dem Ausgang raus. Ja, weil dann sichern wir einfach erstmal das Zeug, was wir hier gefunden haben. Und starten dann gleich einfach direkt in die nächste Runde rein. Jetzt in Runde 2 hier sind wir wieder sehr nah, so bei der Signaldetektorstation. Dementsprechend machen wir dort jetzt auch erstmal hier in diese Runde wieder hin und aktivieren den erstmal. Und gucken uns die Position an von den anderen. So, jetzt ziehen wir erstmal kurz unsere kleine Panzerung an. Komm, mach fix. Und dann noch ganz fix das hier mit hinsetzen. Jawohl. Okay, jemand anders hat einen Signaldetektor genutzt. Okay, dort vorne muss einer sein. Da vorne links im Wald. Der weiß, dass ich hier bin. Ich denke, wir sprinten nach unten. Dann machen wir, denke ich, direkt zum Sägewerk. Let's go. Mich hat sowieso jetzt überrascht, dass der Dude überhaupt nach oben gerannt ist. Da oben ist ja eigentlich nicht jetzt unbedingt so viel. Dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass er jetzt gleich hinter mir hängt. Hey, hier ist so ein verbarrikadiertes Ding. Okay, das wusste ich nicht mal. Dann gehen wir mal hier rein. Ach, mach doch hier durch. Es ist immer wieder zum Schreien. Ich finde das wirklich immer wieder schlimm, wenn ich dort nicht durchpasse. Aber manchmal hat es eigentlich damals probiert. Geklappt, meine ich. Aber mittlerweile irgendwie nicht mehr. Ich denke, ich bleibe jetzt erstmal so hier liegen. Ich krabbel mal noch ein bisschen weiter hier hinter. Andererseits muss man sagen, im Liegen, finde ich, hat man überhaupt keine Chance, wenn man da in ein Gefecht kommt, weil halt das Gesicht direkt auf den Gegner, wenn er zeigt, meistens. Wenn ich jetzt so den zurückfeuere, hat er halt direkt mein Gesicht, nur so als Ziel. Und bei einem Kopftreffer bin ich natürlich direkt weg. Ich höre auf jeden Fall Bewegung hier rechts. Also hier läuft gerade wahrscheinlich jemand. Okay, erstmal hier ran, Fix. Moment, nochmal zurück. Bisschen was weg kurz schmeißen hier. Und jetzt muss ich überlegen, wie machen wir weiter. Ist zum zuzugeben eigentlich. Und um ehrlich zu sein, eigentlich schon wieder sehr geiles Zeug. So, wir machen hier lang. Let's go. Ich denke, wir sichern das Zeug. Das ist halt eigentlich schon wieder ganz geiles Zeug. Was ich jetzt eigentlich nicht unbedingt verlieren wollen würde. Hier sogar jetzt noch ein bisschen Dünger gefunden. Und vor allem sehr cool, dass wir eine RPK nochmal gefunden haben. Das ist die Waffe, die ich auch gerade spiele. Weil ich kann die ja leider noch nicht selbst herstellen. Da fehlt es mir ja noch an einer Stufe mit der Werkbank. Ja. Das ist nämlich auch noch so ein Ding. Weswegen ich die unbedingt sichern möchte hier.
Weil das mit einer meiner Lieblingswaffen ist. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch 8 Stück oder 9 von der auf Lager. Gut, dann haben wir die jetzt auch erstmal hier gesichert. Plus das andere Zeug wie Dünger und so weiter. Vor allem Dünger haben wir, glaube ich, sogar recht gut gefunden. 50 Dünger, glaube ich, oder? Ja, Chemikalien auch ein bisschen und Dünger, ja, 33 passt, ist auch okay. Für unsere dritte Runde jetzt habe ich mir ausgedacht, nehmen wir Grontheimtal, weil ich liebe die Karte und ja, die war jetzt gerade so zur Auswahl. Da, deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir die jetzt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal schnell machen, dass wir hier auf die andere Seite kommen. Aber ich habe mir deswegen auch extra schon im Vorhinein Koffein mitgenommen. Damit wir kurze Zeit unbegrenzt sprinten können, damit wir so dann halt schneller direkt dorthin kommen. Zu meinen Lieblingsgebieten hier auf der Karte. So, da drüben können wir den Fluss überqueren. Einzigste Ding, was ein kleiner Nachteil diesmal ist, ist der Nebel. Ja. Der ist natürlich ein bisschen einschränkend so für uns, aber natürlich auch für die anderen. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Und apropos die anderen, ich habe eben schon gesehen in der Lobby. Hoi, hoi, hoi. Also die Leute hier in der Runde sind auf jeden Fall gut ausgerüstet, so viel kann ich schon mal so sagen. Hier sind viele MG-Träger und sowas dabei. Deswegen hier jetzt auch erstmal vorsichtig sein. Ich würde es nicht wundern, wenn da drüben schon ein anderer hängt. Deswegen erstmal hier vorsichtig gucken. Weil ich mir nicht sicher bin, ob da drüben jetzt gerade einer ist. Aber das ist ja hier auch meistens so eine kleine Spawn-Ecke. Ja? Also oftmals spawnt ja dort hinten bei der Straße ungefähr jemand. Okay, jemand ist in unserer Nähe auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er jemand in unserer Nähe einen Signaldetektor genutzt. Halt, der war es, glaube ich, nicht der tragbare, ja, sonst hätte es ja jetzt dort gestanden. Gut. Dann gucken wir jetzt erstmal dort hoch, denke ich. Und danach schnell gucken, dass wir in die Stadt kommen. Und ich wäre auf jeden Fall erstmal froh, wenn hier kein Alarm eingeht. Ja, dann wäre ich erstmal glücklich. Komm, was haben wir hier? Nochmal Draht und so weiter. Ich weiß nicht warum, irgendwie loote ich gerne Autos. Ich weiß auch nicht warum. Ich nehme gerne Draht mit aus Autos. So, das setzen wir mal noch kurz mit hier hin. Okay. So ein MG-Heini ist genau in meiner Nähe hier. Meine Güte, war das laut. Das kam von oben dem Hügel. Dort oben irgendwo. Ich sehe ihn. Ja, ich sehe ihn und bin weg. Ja, wunderschön deine Geste. Und hier sieht man wieder, wie heftig diese MGs sind. Meine Güte, also. Hoi, hoi, hoi. Die MGs sind heftig. Ich kann es immer nur wieder sagen. Das ist halt wirklich mit das Stärkste vom Stärksten im Spiel. Das MG ist, würde ich sogar behaupten, besser als ein Sniper. Hört sich vielleicht übertrieben an. Klar, ein Sniper ist präziser mit ihrem Visier. Aber guckt euch mal an, was das für eine Distanz hier war. Ja. Der hängt dort oben auf dem Berg. Das sind bestimmt 100 Meter Distanz. Oder sagen wir 80. Ja? 100 bis 80 Meter Distanz. Und er rattert einfach nur ganz kurz und ich bin weg. Aber man muss auch sagen, er hat mich auch, glaube ich, mit dem Kopf getroffen. Trotzdem, ich hatte auch noch eine Panzerung an und so weiter. Und da sieht man aber dann auch einfach die Power von so einem MG. Finde ich immer wieder heftig. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal noch eine kleine Öffnung hier wieder mit unseren Kisten. Ich weiß, ich wollte eigentlich das mal wieder warten, aber wir haben ja jetzt hier drei besondere Kisten, also drei goldene, und ich habe einfach jetzt Bock gerade mal die zu öffnen.
Denn ich habe die heimliche Hoffnung, vielleicht kriegen wir ja wieder mal mehr Materialien dadurch und dann kriegen wir schneller unsere Verbesserungen für unsere Basis hin. Hier muss ich schon mal ganz klar sagen, die Blaupause ist nicht verkehrt. Gewehr, ja, das ist jetzt so ein Gewehr mit Visier, ja, das ist das Ding. Spiele ich nicht gerne. Und Revolver genau das gleiche. Ui, 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 ui. Hier freue ich mich aber jetzt drauf, auf die zwei, die wir jetzt noch haben. Ja, 10.000 Materialien. Kontaktbombe auch. Okay, nehme ich ja sogar mittlerweile sehr oft mit. Und wieder dieser Revolver. Nicht verkehrt, grundsätzlich. Aber jetzt kommt's. 1.000 Dünger. Hoho. Lecker. 1.000 Dünger. Das ist mega. Was kann es hier als nächstes dabei geben? 10.000 Materialien und 2.000 Nägel. Auch interessant und lecker. Aber jetzt muss ich doch noch ganz kurz was gucken hier. Bauen. Ja, also Dünger ist gut aufgestockt. So viel kann ich sagen. Der Dünger ist wirklich sehr, sehr gut aufgestockt. Nur für manche Sachen fehlt noch ein bisschen was. Aber der Dünger ist schon mal sehr schön aufgestockt jetzt hier für unser Lager. Also ich freue mich jetzt schon bald wieder hier viele Verbesserungen zu machen. Nur von den Chemikalien müsste man mal noch ein bisschen was finden. So. Jetzt will ich mal kurz was nehmen. Eine Waffe, die ich eigentlich nicht so spiele. Nehme ich jetzt einfach mal noch. Und dann gehen wir, denke ich, jetzt einfach noch mal in eine ganz kurze Runde rein. Ja? Eigentlich habe ich mir zuerst überlegt gerade, ja, wir machen jetzt den Schluss nach dem Kisten-Opening, aber ich habe, um ehrlich zu sein, noch mal Lust, in eine Runde reinzugehen auf Grontheimtal. Muss auch keine lange Runde sein. Hauptsache, wir finden ein bisschen Zeug, sichern das. Das würde mich schon freuen. Ja, ist doch eine ganz gute Spawn-Ecke jetzt hier. Ja, hier können wir dann direkt rüber über die Brücke rennen. Dort unten wäre zwar auch so ein Tresor. Ja, wäre auch eine Idee. Aber ja, ich habe jetzt einfach nur noch mal Bock, hier eine kleine Runde zu spielen, ein bisschen zu looten. Jetzt flitzen wir einfach mal hier ganz fix über die Brücke rüber. Nicht, dass hier noch einer jetzt hierher kommt, der denkt, ich will zum Tresor. Ich nehme nur ganz fix noch das Zeug hier mit. Perfekt. Und dann jetzt einmal hier rüber. Lauf, lauf, lauf. Immer schön drüber laufen. Und dann holen wir uns jetzt von da drüben ein bisschen Dünger und solches Zeug. Jawohl. Ich liebe einfach diese Karte für diese schönen Spots. Ja, wir müssen aber jetzt auch vorsichtiger sein. Ja, und irgendein Alarm wird auch angehen gleich. Ich sehe das schon vor mir. Ja, habe ich ja gesagt. Das sind aber auch noch zwei direkt. Da ist jemand. Der ist dort hinter der Hecke. Ja, da fällt mir dann einfach die Erfahrung auch mit der Waffe. Ich spiele, wie bereits vorhin auch schon erwähnt, Visierwaffen nicht. Oder was heißt, ich spiele sie nicht? Ich mag sie auch überhaupt nicht in diesem Spiel. Ja? Schade. War nur ein kurzes kleines Abenteuer noch. Ja, aber ich hatte halt jetzt gerade einfach nur noch mal Lust, in eine Runde reinzugehen. Vielleicht ein bisschen was zu looten. Deswegen habe ich jetzt eben auch die Waffe genommen. Ja, weil ich wollte nicht eine meiner Lieblingswaffen jetzt verbrauchen, falls ich hier drauf gehe. Ja. Weil wenn, dann hätte ich mich auch ganz anders ausgerüstet für die für die Runde. Mit Rüstung und Co. noch und so weiter. Aber gut, trotzdem war eine sehr erfolgreiche Folge, wie ich finde. Wir haben ordentlich Dünger bekommen aus den Kisten, haben davor auch schon zwei Runden heute hier geschafft, wo wir den Tresor geplündert haben. Also das war doch eigentlich gut. Dementsprechend, Leute, machen wir jetzt den Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja,
freue dich auch auf die kommende Woche. Da kommt hier auf dem Kanal dann endlich wieder mal ein neues Spiel. Ja? Und zwar A Plague Tale Requiem. Freue ich mich schon sehr drauf. Den ersten Teil gab es ja auch auf dem Kanal. Wer das noch nicht gesehen hat, das Spiel, der kann sich ja gerne vielleicht das alte Let's Play nochmal anschauen vom ersten Teil. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.